den wir eben Caspar Hauser zugeordnet haben, wenn man den vergleicht mit dem genetischen Code, der aus den Blutflecken der Unterhose gewonnen wurde, nachgewiesen wurde, dann sieht man gravierende Unterschiede, nämlich Unterschiede in insgesamt 6 Positionen, sodass man zu dem Schluss kommen muss, diese Blutflecken, die können nicht von derselben Person, also nicht von Caspar Hauser herrühren. Der Blutfleck auf der Unterhose stammt nicht von Caspar Hauser. Die Folgerung des Spiegel ist damit widerlegt. War Caspar also doch der Sohn von Stephanie de Beauharnais und damit Erbprinz von Baden? Wir können dank eines Nachkommen der Stephanie de Beauharnais eine DNA-Probe durchführen. Astrid von Medinger ist in direkter Erbfolge verwandt mit Stephanie de Beauharnais. Wieder werden die Ergebnisse im Labor mehrmals geprüft. Dann, Wochen später, liegt das endgültige Resultat vor. Wenn man den DNA-Code von Frau Medinger vergleicht mit dem Caspar Hauser zugeordneten Code, dann finden wir in allen wesentlichen Positionen Übereinstimmung, bis auf eine einzige Position, wo sie nicht übereinstimmen. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es unverantwortlich, einen Ausschluss zu formulieren, sodass es immer noch die Möglichkeit besteht, dass Caspar Hauser, ein biologischer Verwandter, zum Hause Baden ist. Wer immer er wirklich war, Caspar Hauser, genannt der Prinz von Baden, wurde ermordet. Nach den Gerüchten damals gab es für das Haus Baden genügend Gründe für einen Mord. Das Findelkind erschütterte zu Lebzeiten ein Fürstentum bis in die Grundmauern. Sein Schicksal hat Generationen nach ihm gerührt. Vielleicht hätte er der Geschichte eine ganz andere Richtung gegeben als Prinz von Baden. Auf dem Friedhof von Ansbach hat Caspar Hauser seine letzte Ruhe gefunden, im Alter von 21 Jahren. Hier liegt Caspar Hauser, das Rätsel seiner Zeit, von unbekannter Herkunft und geheimnisvollem Tod.